Betriebsratsvorsitzende der Berliner Recycling GmbH meinte dazu in einem Artikel, das ist für uns gerade einmal plus minus null. Dabei sind dann die 500 Euro Sockelbetrag für die, die da was von verstehen, dann noch wichtiger, gerade für die Niedriglohnbereiche. Und er sagte dann noch weiter etwas, was ich auch sehr wichtig finde in dem Zusammenhang. Und die da oben stecken jetzt 100 Milliarden in die Rüstung. Und führte weiter aus, Auszubildende würden teilweise Pfandflaschen sammeln, damit sie sich nochmal eine Pizza leisten können. Die Preise für Benzin, Energie, Lebensmittel gehen durch die Decke wegen Spekulation und Profitwahn. Das treibt die Inflation nach oben und nicht die Löhne. Die kritische Website Nachdenkseiten, die hat ihre Leser gefragt, wie sich die Energiepreiserhöhungen bei ihnen auswirken. Und da kamen dann Antworten wie, ja, die Gaspreise haben sich verdreifacht oder sogar vervierfacht und die Ölpreise verdreifacht, sodass sich Menschen beim Heizen, Duschen oder bei den Lebensmitteln extrem einschränken. Und das mit der Befürchtung, dass sie gesundheitlichen Schaden nehmen. Es wird auch gesagt, dass schon jetzt bei Bekannten und Freunden um private Kredite gebeten wird, um die Gas- oder Ölrechnung bezahlen zu können. Auch werden Vorräte angelegt, wie in Kriegszeiten. Und, das stand gerade jetzt in der LM, es wird zunehmend in den Wäldern nach Holz gesucht, denn auch dieses Brennmaterial ist extrem teuer geworden. Es wird aber auch noch etwas bei dieser Befragung hingewiesen und das finde ich auch ganz wichtig. Denn es geht nicht nur um die nackten Zahlen der Teuerung, sondern es geht auch um die Würde des Menschen dabei. Was macht das alles mit den Menschen? Schämt er sich? Ist er traurig oder verzagt er? Und geht der Antrieb für eine notwendige Zuversicht in die Zukunft verloren? Es gibt viele Beispiele, worum die Ängste der Menschen kreisen. Viele leben an oder unter der Armutsgrenze, werden oftmals sozial ausgegrenzt. Jetzt hat gerade, habe ich gelesen, eine Umfrage ergeben, dass 31% nicht wissen, wie sie Weihnachtsgeschenke bezahlen sollen für ihre Kinder und ihre Lieben. Und überhaupt, blickt da eigentlich noch einer durch, wer wie viel an Unterstützung bekommen soll? Es herrscht doch eine heillose Verwirrung darüber. Die Menschen wissen nicht, womit sie die Teuerung bezahlen sollen, wenn ein Stück Butter um die 3 Euro kostet, Brot um die 4 bis 5 Euro. Der Hartz-IV-Satz liegt aber bei 5,20 Euro am Tag. Und wir wissen es auch durch die Medien, 2 Millionen Menschen gehen zur Tafel inzwischen. Das ist eine Verdoppelung. Und dabei muss man auch wissen, dass sich die Profite der Konzerne ebenfalls verdoppelt haben. In Berlin haben sich Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter zusammengefunden und eine Kampagne Genug ist genug gegen die Inflationspolitik gestartet. Sie fordern neben höheren Löhnen 1.000 Euro Wintergeld, Verlängerung des 9-Euro-Tickets, Deckelung von Gas- und Strompreisen, Besteuerung der Krisenprofiteure sowie Vergesellschaftung des Energiesektors. Und noch ist es, ja, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Forderung auch, wenn man sich anguckt, was die gerade an Geld sich einstreichen. Ja, noch ist es relativ ruhig. Die Menschen scheinen noch zu verdrängen, was an Kosten auf sie zukommen wird. Es ist wichtig, dass Menschen zusammenkommen, ihren Ängsten, ihren Zorn in Forderungen Ausdruck verleihen und nicht vereinsamt zu Hause alles erdulden. Es wird auch viele Einrichtungen der Pflege, der Jugend oder auch der Eingliederungshilfe treffen, die nicht wissen, wie sie die noch nie dagewesenen Preiserhöhungen für ihre Einrichtungen für Öl, Gas oder Strom bezahlen sollen, wenn auf der Einnahmeseite eine Null steht. Diese unglaublichen Preissteigerungen sind nicht vom Himmel gefallen und sind auch nicht Ergebnis einer Inflation, sondern Ergebnis von Wirtschaftssanktionen gegen Russland in Reaktion auf den Krieg in der Ukraine. Gas, Öl und Kohle kamen jahrzehntelang zuverlässig aus Russland nach Europa, auch während des Kalten Krieges, und waren zudem günstig.
Ja, und darauf beruhte letztendlich das kapitalistische Wachstumsmodell unserer Wirtschaft. Was sind die Ursachen? Halten wir fest, Deutschland hat nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine beschlossen, zukünftig auf Gas, Öl oder Kohle aus Russland zu verzichten. Also Russland war nicht derjenige, der das abgestellt hat, sondern Deutschland wollte verzichten. Es wurde ein Embargo verhängt, wobei schnell deutlich wurde, dass Deutschland kaum Ersatz in dieser Größenordnung in der Welt, insbesondere für Gas, bekommen wird. Deutschland kaufte auf den Märkten in den folgenden Monaten jegliches Gas auf. Der Markt wurde leer gekauft, egal was es kostete. Und dadurch explodierten die Preise an den Börsen. Und ärmere Länder konnten sich das nicht mehr leisten. So viel auch zu Solidarität mit den ärmeren Ländern. Und halten wir fest, 2/3 aller Staaten beteiligen sich nicht an den Sanktionen. Und Russland konnte unter anderem sein Öl an Indien oder Saudi-Arabien verkaufen, welches es dann zu deutlich höheren Preisen wiederum an Deutschland weiterverkaufte. Der Endverbraucher, der ist der Dumme, denn er muss es dann bezahlen. Das Problem dabei ist, dass mit diesem Wirtschaftskrieg nicht Russland ruiniert wird, wie es die olivgrüne Außenministerin Baerbock als Ziel ausgegeben hat, sondern vor allem Millionen Menschen in Deutschland und Europa. Das gesamte deutsche Produktionsmodell, das auf relativ preiswerten und langfristig sicheren Energielieferungen basierte, steht vor dem Ruin. Russland verdient bei weniger Energieexport durch die gestiegenen Preise deutlich mehr Geld und die deutsche Wirtschaft steht vor einer Entindustrialisierung durch Abwanderung von Konzernen, insbesondere nach USA. Da ist nämlich die Energie um ein Vierfaches billiger, während in Europa dann möglicherweise Massenarbeitslosigkeit droht. Aufgrund des Einkaufs des teureren und klimaschädlicheren Fracking-Gases als das Erdgas aus Russland, aus den USA oder auch den arabischen Diktaturen, werden die hohen Energiepreise auf lange Sicht bei uns auch hoch bleiben. Übrigens, wir werden dann weiter abhängig sein, dann allerdings von den USA, deren dreckige Fracking-Industrie wir mit den hohen Energiepreisen dann retten. Denn die standen übrigens vor 3 Jahren fast vor der Insolvenz und hatten im Zuge der Kredite, die die Banken gegeben haben, dann auch möglicherweise die Banken noch mit in den Stuhl gezogen. Den USA geht es nur um ihre eigenen Vorteile im Sinne von Make America Great Again. Und da gibt es ein Zitat, das heißt, Amerika hat keine dauerhaften Freunde oder Feinde, nur Interessen. Das hat der ehemalige Außenminister, US-Außenminister Kissinger einmal zutreffend festgestellt. Ja, ist das alles alternativlos? Ist der Wirtschaftskrieg gegen Russland im Interesse der Menschen? Es ist immer die Frage zu stellen, auch in diesem Zusammenhang, wem nützt es? Und dies gilt auch beim Anschlag auf die Gaspipeline Nord Stream, wodurch auf lange Sicht kein Gas nach Europa kommen wird. Wer kann ein Interesse daran haben, dass keine günstige Energie aus Russland nach Europa oder Deutschland fließt und die Wirtschaft Russlands ruiniert wird? Der US-amerikanische UN-Sonderberater Jeffrey Sachs sieht ein großes Interesse bei den USA und beantwortete die Frage, ob Energiesanktionen die richtige Maßnahme seien, Putin zu einlenken, zu bewegen und den Ukraine-Krieg zu beenden. Er sagte, den Ukraine-Krieg beenden könnte eine neutrale Ukraine, Autonomie für den Donbass und die Bereitschaft, den Krieg am Verhandlungstisch zu beenden. Das wären Grundlagen für einen Frieden. Und er sagte weiter, die Europäische Kommission, Deutschland und die anderen EU-Länder sollten sich jetzt darauf konzentrieren, eine schnelle Verhandlungslösung zu fördern. Es wird ständig über Sanktionen oder militärische Hilfen geredet, aber nicht genug darüber, wie eine Verhandlungslösung aussehen könnte. Zitat Ende. Ob Energiepreisdeckel oder Doppelwumms von 200 Milliarden reichen, wird das alles nicht. Abgesehen davon,
dass die Schulden, und da kommen noch mal die 100 Milliarden für das Militär dazu, zurückgezahlt werden müssen. Ja, wer soll das denn alles bezahlen? Und wann? Und da kommt noch dazu, dass die ukrainische Führung jetzt auch noch eine halbe Milliarde Dollar pro Monat von Deutschland verlangt, damit der ukrainische Staat funktioniert und Renten ausgezahlt werden können. Außerdem greift der Gaspreisdeckel voraussichtlich erst im nächsten März, wenn der Winter vorbei ist. Eine Unterstützung für die ebenfalls übermäßig gestiegenen Preise für Heizöl ist bisher nicht geplant. Und dies betrifft hauptsächlich Menschen auf dem Lande. Warum wird weiter an der militärischen Eskalation und Sanktionsschraube gedreht und nicht mit Russland über eine Wiederaufnahme von Energielieferungen verhandelt? So wie dies auch andere EU-Länder, Italien, Rumänien, die abhängig sind von russischen Energieimporten, längst getan haben oder auch tun. Wir brauchen eine diplomatische Offensive jetzt. Der Krieg in der Ukraine muss über Verhandlungen beendet werden. Stattdessen gibt es aber in Deutschland Kriegstreiber, die eine permanente Auseinandersetzung mit Russland fordern. Es gäbe keine gemeinsame Sicherheit mehr mit Russland. Die Menschen müssten lernen, mit Krieg und Inflation umzugehen. So schwadronierte Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik, die unsere außenpolitischen Diplomaten berät. Es werden immer mehr schwere Waffen gefordert, womit Deutschland immer mehr als direkte Kriegspartei in diesen Krieg hineingezogen wird. Es ist unglaublich, wie offen eine Kriegsbereitschaft erklärt wird und mit moralischen Werten begründet wird und dabei aber völlig ausgeblendet wird, wie die USA in aller Welt etliche völkerrechtswidrige Kriege geführt hat. Doch die Politik der doppelten Standards gehört zur Methode, um hierzulande bei der Bevölkerung keine Kriegsmüdigkeit aufkommen zu lassen. Fakt ist aber, dass dieser Krieg zum ersten Mal die eigene Bevölkerung direkt betrifft. Und Kriegsmüdigkeit ist in dem Zusammenhang daher kein Makel, sondern eine moralische Pflicht aus wohlverstandenem Eigeninteresse. Es gilt, den Widerstand zu organisieren gegen diejenigen, die am Ende in einen Weltkrieg stolpern und alle mitreißen. Der ukrainische Präsident fordert unverblümt westliche Atommächte auf, den atomaren Präventivschlag gegen Russland zu führen. Als Gewerkschafter haben wir auch Zweifel, ob man die Ukraine als demokratischen Staat bezeichnen kann. Es wird ja immer gesagt, sie verteidigen die Freiheit und die Demokratie von ganz Europa. Denn es ist Fakt, dass in der Ukraine Gewerkschaften und Arbeitnehmerrechte eingeschränkt wurden, indem Zelensky zum Beispiel mit einer Arbeitsmarktreform internationale Regeln bricht und im Windschatten des Kriegsrechts kollektives Arbeitnehmerrecht auf Selbstorganisierung zerstört. Und ganz nebenbei erwähnt sind seit 2014 im Donbass die russische Sprache und auch die Kultur verboten worden. Oppositionelle Zeitungen, TV-Sender und Parteien in der Ukraine sind ebenfalls verboten worden. Und was ich noch viel schlimmer finde, zuletzt sollen auch sämtliche russischen Bücher aus den Bibliotheken entfernt werden. Das ist also ein Vorgehen gegen Klassiker wie Tolstoi und Dostojewski, das ist unglaublich. Aber, und das muss man auch wissen in dem Zusammenhang, es ist schon lange das Ziel der ukrainischen Nationalisten, einen rein ethnischen Staat nur für Ukrainer zu errichten. Das sind alles aber Informationen, die man nicht überall sonst lesen kann. Und deswegen denke ich, sollten wir diese Forderung, entrüstet euch Brot, Heizung, Brot und Frieden, wir zahlen nicht für eure Kriege, die sollten wir sehr ernst nehmen und wir sollten mit den Menschen, die heute jetzt nicht hier sind, in unserer Nachbarschaft darüber reden. Weil ich denke, es darf nicht sein, dass wir das alles erdulden und die, die wir gewählt haben, die machen eine völlig andere Politik. Denn Fakt ist auch, dass 70% der Menschen diesen Krieg ablehnen, auch schwere Waffen in die Ukraine ablehnen. Und das, deswegen sind wir eigentlich nicht alleine. Vielen Dank. Bravo. Sehr gut. Mein Name ist Gisela Rawald und ich bin vom Friedenskreis hier in Eutin. Ja,
Selbstverständlich ist der Krieg der Russischen Föderation in der Ukraine scharf zu verurteilen. Wir lehnen Krieg als Mittel der Politik entschieden ab. Und zwar prinzipiell. Und nein, der Krieg in der Ukraine ist nicht vom Himmel gefallen. Er ist ein Stellvertreterkrieg als Folge der Ukraine-Krise. Die Ende der 1990er Jahre mit der schrittweisen Osterweiterung der NATO, entgegen allen vorherigen Zusagen gegenüber der russischen Führung begann und die Interessen Russlands viele Jahre ignorierte. Dafür tragen nach Auffassung von Mersheimer, einem US-Politikwissenschaftler, die USA und der Westen die Hauptverantwortung. Mersheimer beschreibt weiter, dass seit dem rechtsradikalen Maidan-Umsturz in Kiew 2014, bei der eine demokratisch gewählte, russlandfreundliche Regierung in der Ukraine durch eine pro-westliche gewaltsam ersetzt wurde, sich dadurch die Ukraine-Krise noch einmal erheblich verschärft hat. So sei es seit dieser Zeit im Osten und Süden der Ukraine zu einem inzwischen 8 Jahre andauernden Bürgerkrieg zwischen großen Teilen der dortigen russischsprachigen Bevölkerung und der Kiewer Putschregierung gekommen, über den in unseren Hauptmedien jedoch sehr, sehr selten berichtet wurde, obwohl dort in diesen 8 Jahren 14.000 Zivilisten durch die Kriegshandlungen bereits getötet worden sind. 2015 wurden dann die Minsker Abkommen über den Frieden im Donbass von Russland, der Ukraine, Frankreich und Deutschland unterzeichnet. Nach dem völkerrechtlich verbindlichen Minsk II-Vertrag sollte der Donbass eine weitgehende Autonomie innerhalb der Ukraine erhalten. Wäre dieser Vertrag umgesetzt worden, wäre der Ukraine-Krieg wahrscheinlich vermieden worden. Warum haben die damalige Bundesregierung und Frankreich nicht für die Umsetzung des Vertrages gesorgt, fragt Mersheimer. Und ich frage, wie kann das sein, dass seit 8 Jahren im Donbass Menschen hungern, frieren, getötet werden und Infrastruktur zerstört wird und wir haben so gut wie nichts über dieses Leiden gehört. Genauso wenig sehen wir jeden Abend in der Tagesschau Bilder der Kriege, zum Beispiel im Jemen, Syrien, von Mali oder Äthiopien. Angeblich soll die Ukraine die Demokratie und die Freiheit für uns verteidigen. Ob dieser Staat eine Demokratie ist, so wie Holger auch schon gesagt hat, ist mehr als fraglich. Sie fordern oder die Regierung fordert dort immer nur Geld und Waffen und mehr, um siegen zu können. Der Preis an Menschenleben, Traumata und Zerstörung ist ihnen offensichtlich nicht sehr wichtig. Wurden die Menschen in der Ukraine oder auch in Russland je gefragt, ob sie in diesem Krieg bis zum bitteren Ende kämpfen wollen? Wir fühlen selbstverständlich mit den Menschen in der Ukraine und Russland. Aber wir stehen nicht an der Seite der kriegstreibenden Regierung. Und das habe ich gemeint und einem Reporter ist es anders rübergekommen. Die Interessen der Menschen zählen auf dieser Welt nicht. Stattdessen zählen die Interessen der politischen und wirtschaftlichen Elite. In ihrem Selbstverständnis als Welt- und Führungsmacht gelten besonders die Interessen der USA und deren Verbündeten. Sie möchten die alleinige Macht über Ressourcen, Handelswege und billige Arbeitskräfte auf der ganzen Welt haben, um Profite zu machen. Wer sich da nicht unterwirft, wird in Revolten, Umstürze und Kriege verwickelt und damit destabilisiert. Drohnenmorde und Folter und menschenverachtende Inhaftierungen von Gegnern, zum Beispiel Julian Assange, sind die Werkzeuge. Aber die USA stellen sich immer noch als die Weltpolizei dar und ihre Kriege heißen humanitäre Interventionen. Und brav und im vorauseilenden Gehorsam macht unsere Politik auch noch an vorderster Front an dem Wirtschaftskrieg gegen Russland mit.
Wirtschaftssanktionen und Blockaden haben schon früher in vielen Ländern zu humanitären Katastrophen geführt und tun dies weiterhin. Seit 60 Jahren gibt es Sanktionen gegen Kuba. Und obwohl die UN-Vollversammlung schon mehrfach gesagt hat, der USA, sie müssen die aufheben, macht die USA weiter mit den Blockaden, weil Kuba sich noch nicht unterworfen hat. Der Wirtschaftskrieg schadet weltweit durch höhere Preise. Danke, nee. Das noch ein. Danke. Für Energie, Nahrungsmittel, Dünger und auch Medikamente. Und er schadet durch den Zusammenbruch von Lieferketten und Produktionsmöglichkeiten. Natürlich auch den Menschen in Deutschland, ohne an der Kriegssituation etwas zu verändern. Und die Regierung in Deutschland, deren Vorgänger schon mal eine gute Politik der Entspannung und Verständigung und gemeinsamen Sicherheit in Europa einschließlich Russland gemacht haben, ist nun wieder voll auf Kurs der USA und der NATO. Und manche PolitikerInnen wollen sich da anscheinend als besonders angepasst hervortun und eskalieren fleißig die Situation und weiten den Hass auf China sogar noch aus. Plötzlich wird ausdauernd nur noch über Waffensysteme diskutiert und über Sieg fabuliert. Und sogar begrenzte taktische Atomwaffen werden nicht mehr ausgeschlossen. Wir liefern Waffen in die Ukraine und in alle Welt. Mehr als je zuvor und allen Beteuerungen zum Trotz, dass nicht in Spannungs- und Kriegsgebiete geliefert wird. Es wird so getan, als ob wir der Ukraine eng verbunden wären, aber trotz aller Unterstützung nicht zur Kriegspartei werden können. Dabei nimmt unsere Politik einen Weltkrieg in Kauf. Die USA wollen schnellstens ihre Atomwaffen, besonders auch in Deutschland, erneuern und schließen einen Erstschlag von Atomwaffen nicht aus. Auch Russland droht mit dem Einsatz. Wenn es zum Einsatz von sogenannten taktischen Atomwaffen kommt, dann hier in Europa und nicht in der USA. Wir standen vermutlich seit 60 Jahren, seit der Kuba-Krise, nicht mehr so dicht davor, uns selbst auszulöschen. Was die Klimakrise noch nicht geschafft hat, kann dann der Atomkrieg beenden. Das oberste Ziel unserer Regierung müsste sein, den Boden für einen Waffenstillstand in der Ukraine und für anschließende Friedensverhandlungen zu bereiten. Im März, April diesen Jahres war es schon mal soweit. Die Ukraine und Russland haben Friedensverhandlungen geführt. Aber die USA und England haben einen Erfolg verhindert. Es gibt weitere verschiedene gute Vorschläge und Impulse, aber Menschen, die sich dafür einsetzen, werden auf Terrorlisten der Ukraine gesetzt und auch hier bedroht, weil sie angeblich russlandfreundliche Propaganda betreiben. Wir wollen weltweit keine Kriege, auch keine Wirtschaftskriege, sondern wir wollen durch Zuhören die Bedürfnisse der anderen kennenlernen und über Verhandlungen Konflikte bewältigen. Wir brauchen die Ressourcen und viele Ideen und Kraft für die Bewältigung der großen Krisen wie Armut und Hunger, Bekämpfung von Ungleichheit und Ungerechtigkeit und die ökologische Krise. Dies können wir nur in der Zusammenarbeit weltweit schaffen. Konflikte wird es immer geben, aber wir müssen sie endlich im Dialog lösen. Abschreckung durch immer mehr Waffen und Militär wird die Welt in den Abgrund führen. Beendet die Waffenlieferung und den Wirtschaftskrieg jetzt und macht euch stark für Verhandlungen. Das verlangen wir von unserer Regierung. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt vor eine Demonstration, einmal um Eutin, nein, nicht ganz. Wir gehen hier durch den Bischof.